Grappler und herzlich willkommen zur Star Trek Wochenshow. Brian Fuller sprach mit dem britischen Magazin Radio Times über die kommende Star Trek Serie. Auch wenn er aus der Produktion ausgeschieden sei, habe er Discovery die Drehbücher für die ersten beiden Folgen und den roten Faden für die gesamte erste Staffel hinterlassen. Müsste er die Serie in nur 3 Worten beschreiben, wären diese Understand Each Other. Versteht euch. Er sei sehr gespannt darauf, wie sich Discovery entwickeln werde. Auch die Besetzung von Discovery hat einige Neuzugänge, dieses Mal aber nicht auf Seiten der Sternflotte. Chris Obi wird als klingonischer Anführer namens T'Kuvma versuchen, sein Volk unter einem Banner zu vereinen. Der eine oder andere wird ihm aus Doctor Who oder Snow White and the Huntsman wiedererkennen. Die Rolle von Kol, einem klingonischen Offizier und Protégé von T'Kuvma, übernimmt Shazad Latif, der schon in Mission Impossible 5 und The Second Best Exotic Marigold Hotel zu sehen war. Der letzte Neuzugang ist Mary Chieffo, bekannt aus Girls, Girls, Girls und Natural Disaster. Sie spielt Lirel, den taktischen Offizier eines klingonischen Schiffes. Ob die drei zu den Verbündeten, Gegenspielern oder gar Feinden der Discovery gehören, ist bisher noch nicht bekannt. In liebgewonnener Tradition erschien heute Nacht, nachdem der Text dieser Wochenschau schon lange fertig war, eine große Neuigkeit. Entertainment Weekly verkündete, dass die Hauptfigur von Star Trek Discovery, Number One, von niemand geringeren als Sonequa Martin Green verkörpert wird. Die 31-jährige Schauspielerin hat sich bereits in The Walking Dead als Sasha Williams einen Namen gemacht. Offiziell bestätigt wurde diese Meldung allerdings noch nicht. Deadline meldete dazu, dass Martin Greens Charakter den Nachnamen Waynes vortragen soll. Auch hierzu gibt es keine Bestätigung, bekannt ist nur, dass ihr Name erst innerhalb der ersten Staffel verkündet werden soll. Das Fanprojekt Starship Valiant von den Starbase Studios hat seine lang ersehnte zweite Folge Crosses to Bear veröffentlicht. Die 22-minütige Geschichte konzentriert sich auf den leitenden medizinischen Offizier Roger Floyd. Die Folge ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Wer nie genug von Fanfilmen bekommen kann, der sollte einen Blick auf The History of Star Trek Fanfilms werfen. Der Blogger Jonathan Lane hat die 128-seitige Zusammenfassung der Fanfilm-Szene, die ursprünglich zur Verwendung im Prozess zwischen Axanar, CBS und Paramount gedacht war, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Vielleicht kann so der eine oder andere auch von euch die Zeit bis zum Start von Star Trek Discovery im kommenden Mai überbrücken. In seiner fortwährenden Mission, sämtliche DVD-Boxen neu aufzulegen, stößt CBS in unentdeckte Weiten des großen materiellen Kontinuums vor und entdeckt Profite, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Star Trek Voyager – The Complete Series soll am 7. März kommenden Jahres im Handel erscheinen. Das erste Voyager-DVD-Set aus dem Jahre 2012 ist auf Amazon noch immer ab 34 Euro zu haben. Der Preis für die Neuauflage ist noch nicht bekannt. Was sagt ihr zu den 4 neuen Cast-Mitgliedern? Und glaubt ihr, dass Discovery Fullers Vision treu bleiben wird? Wie uns soeben zugetragen wurde, ist Chris Obi weder Eigentümer noch steht er in irgendeiner Verbindung zur gleichnamigen Baumarktkette. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.